erste Mal. Ja, da hat er etwas mehr gehabt. Und bei 3,7 also ja. Sind 2 Stundenkilometer ja. Langsamer, das ist natürlich schon extrem. Wir werden jetzt gleich den Vergleich mit einem Weltklassemann bekommen, mit Takanobu Okabe, dem Olympia-Vierten auf der Großschanze. Noch langsamer, aber was macht er? Der ist es ja, wunderschön, wunderschöner Schritt. Was sagt man zu Okabe? Im Training ist ihm überhaupt nichts geglückt und die Absprunggeschwindigkeit nur 99,7, aber ein perfekter Flug. Er schaltet den Oberkörper extrem weit unten und ist schon in der Flugphase und fliegt. Also man sieht, er fliegt schon 25 Meter noch, schauen Sie sich, kommt er schon ins Fliegen und es geht schon dahin. Benotung geht in Ordnung. Meter. Unvorstellbar mit so einer niedrigen Geschwindigkeit.